Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Künzelschau. Heute aus dem neuen DM-Markt in Künzelsau, der ja schon seit ein paar Wochen offen ist. Aber heute holen sich die Kinder vom Waldkindergarten in Künzelsau ihren Check-up. Nämlich, ich habe nur zur Eröffnung 2.500 Euro, das hat DM aufgerundet, an der Kasse kassiert. Und das bekommt heute der Waldkindergarten überreicht. Und wir sagen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Und heute ist Freitag. Und das heißt, wir haben auch noch Weihnachtsmarkt. Advent am Schloss geht noch bis Sonntag. Ab heute ist auch der Handwerkermarkt für euch geöffnet. Da gibt es Selbstgemachtes und Kreatives. Also vorbeikommen lohnt sich. Natürlich auch für einen klassischen Glühwein oder Punsch und weitere Leckereien. Wir haben auch ein tolles Rahmenprogramm für euch vorbereitet. Also schaut gerne vorbei. Und wenn ihr schon am Schlossplatz seid, da ist nämlich Advent am Schloss, dann könnt ihr doch auch gerne ins Stadtmuseum gehen. Wir haben eine neue Ausstellung für euch, nämlich Hoch hinaus, die Künzelsauer Baumeister und Steinmetze, und das präsentieren wir im Stadtmuseum. Und im Kultureck gibt es natürlich auch noch das Kulturhaus und die Hirschwitzscheuer, also Kultur reichlich geboten für euch. Und wir hatten in dieser Woche auch Gemeinderatssitzung, da haben wir den Haushaltsplan für das Jahr 2024 eingebracht und auch den Wirtschaftsplan der Kühnwerke. Große Investitionen stehen an, und wenn ihr wissen wollt, wie die Fraktionen dazu stehen, dann kommt auch am 19. Dezember in den Gemeinderat. Da werden nämlich die Haushaltsreden gehalten, und wir wollen den Haushaltsplan verabschieden. Und mit diesen Informationen wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis bald.